Oh, es ist so kalt draußen. Oh mein Gott, ist das kalt. Oh, so eine Scheiße. Was geht denn, Leute? Was geht denn? Es ist 8:43 Uhr. Ist noch viel zu früh für irgendwas. Aber ich habe Wochenende. Heute ist, was ist denn heute für ein Tag? Müssen wir mal gucken. Es ist der typische Donnerstag. Und ich habe endlich Wochenende. Nach so vieler Zeit Arbeit, yay! Da kann man schon mal ruhig mal ein bisschen was machen. Und heute bin ich endlich mal wieder, oh, ich bin endlich mal wieder draußen. Aber es sind 7 Grad draußen und ich, Idiot, hab eine kurze Hose angezogen, ey. Aber heute geht's mal wieder ein bisschen hier mit meinen heißgeliebten 5 Zoll, 4S. Und dann werde ich hier mal versuchen, ein bisschen zu scheuchen. Gucken, was man hier so machen kann. Wir sind hier so ein bisschen in der Nature oder sowas. Also ich habe jetzt nicht allzu krassen Spot rausgesucht und so. Ich will einfach nur mal wieder fliegen. Einfach nur mal wieder ein bisschen was fliegen. Ja, Mann. Ohne Flippy Floppy, hast du nicht gesehen. 4K-Scheiße oder sowas. Oh, ich will einfach nur mal wieder einfach ein paar Akkus draufhauen. Einfach nur mal ein bisschen los, weißt du? Ja, Mann. Irgendwie sowas. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ab und zu muss man einfach nur mal raus. Raus in die frische Luft. Raus in die Natur, aus Windet voll, ne? Scheißdreck. Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel gearbeitet in letzter Zeit, darum habe ich immer nie Zeit, irgendwas Cooles zu machen. Das stört mich total. Im Übrigen, schöne Grüße an den Discord. Immer wenn ich auf Arbeit bin, die sind immer für mich da. Weil so kann ich nämlich meine Zeit vertrödeln. Das ist das Beste, was ich machen kann dort. Wenn auch du ein paar Teile von dem Discord sein möchtest, in der Videobeschreibung ist ein Link zum Discord. Cockroach Army, kommt vorbei, ist cool. Kann man quatschen und so. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin übelst bärtig, ne? Voll schlimm, ey. Wenn ich so in den Spiegel gucke, oh, ich komme zu gar nichts mehr. Ich komme nicht mehr rasieren. Meine Haare sind übelst und sowas. Das ist so ein typischer Scheiß, ey. Aber hier sieht's ganz cool aus. Gefällt mir eigentlich. Ich habe auch gar nicht so viele Akkus mit, nur ein paar. Und ja, Mann, ich packe jetzt alles so ein bisschen aus und dann werden wir mal ein bisschen fliegen, ne? Irgendwas Chilliges machen oder so. Ja, Mann, das wird cool. Ich hoffe, das wird cool, Mann. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche. Oder heute ist Donnerstag. Das heißt, ja, ihr habt alle bald Wochenende, hoffe ich doch, ne? Ich muss am Wochenende wieder arbeiten. Das heißt, es wird dann wieder eine Zeit lang nichts geben. Weil ich momentan 7 Tage am Stück arbeiten muss. 7 Tage am Stück, ey. Puh, das ist doch voll schlimm, ey. Sowas gehört verboten. Ohne Witz, ey. Das ist so, Work-Life-Balance ist bei mir absolut fehl am Platz, ey. Ich verstehe gar nicht, was ich gemacht habe. Warum ich immer so viel irgendwas machen muss. Ja, Mann, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz mein Setup ein bisschen zeigen. Da hätte ich nämlich auch mal wieder Bock drauf. Also das ist meine heißgeliebte DJI-Brille. Sie riecht nach mir, anscheinend. Ohne Witz, die neue DJI-Brille ist draußen. Die ist scheiße. Es gibt keine AI-Units dazu. Bleibt bei der, wenn ihr die habt, ohne Witz. Oder das WorkSnell-System. Oder HD Zero. Oder analog halt, was auch immer ihr wollt. Was habe ich noch? Oh ja, meine Lieblings, die Tango. Oh, die TBS Tango, Mann. Warum ist das abgefallen? Mit meinem Express LRS Modul. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil in letzter Zeit haben wir so oft darüber gequatscht, Mann. Crossfire ist geil, aber Express LRS ist natürlich irgendwie ein bisschen geiler, ne? Weil es ist günstig, es ist, einfach mega gut, ne? Also ohne Witz, so. Ich bin übelst zufrieden damit. So, das ist meine Tango, ich liebe sie. Sie ist so, sie hat diese kleinen Grip-Dinger an der Seite, so, damit die ein bisschen chilliger in der Hand sitzt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, aber die kennt ihr bestimmt schon, ne? Egal, ich bastel jetzt alles fertig zum Fliegen. Und ja, Mann, wir sehen uns gleich beim Fliegen. Es geht, Leute. Jetzt endlich ein bisschen fliegen. Ich stehe hier eigentlich nur so, oh, guckt euch das an, Mann. Wir haben eine kurze Hose angezogen. Eine kurze Hose, ey. Es sind 7 Grad, Mann. Ich Vollidiot.
7 Grad, ey, und ich ziehe eine kurze Hose an. Also, manchmal denke ich nicht wirklich drüber nach, was ich tue. Das ist echt blöde. Und ich will jetzt eigentlich auch nochmal einen schnellen Akku, so ein bisschen was genießen wieder. Und ich dachte, ich lasse euch mal wieder teilhaben an der ganzen Sache. So ein bisschen. Wir quatschen ein bisschen, chillen und so. Wäre ja eigentlich mal cool, wenn man sich endlich mal sehen würde. So die meisten, weißt du? Ich würde so gerne mal endlich mal alle kennenlernen, die ich so kenne. So Discord und so, weißt du? Das ist so... So viele Piloten dort und sowas. Alles so coole Leute. Oh ja. Das ist mein Lieblingsquad. Ohne Witz. Was denn? Geht doch. Warum hast du dich eben... Da war ich immer ein bisschen lange, ne? Den... mal hier vorne hinlegen. Oh ja. Und jetzt? Alles dreht sich, alles ist schön. Mach mal ein bisschen die Brille auf. Oh, ich liebe das DJI-Bild. Ich liebe es. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen, ne? Mal ganz entspannt. Oh ja. Hier bin ich. Mal in meiner kurzen Hose, ey, überlegt euch das mal. Warte. Ja. Hallo! Oh. Oh, ich liebe es, Mann. Ich liebe es. Macht so Spaß. Quadfliegen macht so Spaß, ey. Guck mal, hier geht's so übelst cool lang. Hier oben. Ein bisschen durch die Bäume. Oh, fuck. Oh, jetzt war stotterig drin, warum? Ha, ich hab ihn so, meine Finger sind auch so übelst kalt, ey. Das ist voll schlimm, Mann. Ah, oh, ich liebe es hier. Hier ist voll chillig so ein bisschen. Hier kann man ganz gemütlich ein bisschen lang fliegen und so. Oh ja. Oh ja, das tut mal wieder gut, ey. Das tut mal sowas von gut, Leute. Einfach mal so ein bisschen ausruhen. Oh, wenn man hier abstürzt, ne, dann bist du aber auch richtig im Arsch, ey. Oh, hier müssen wir ein bisschen langsamer machen. Ich sehe die Äste kaum. Oh, oh, wo geht's hier lang? Ja, hier geht's durch. Sehr schön. Oh, ich liebe das DJI-Bild, ne? Das ist doch so geil. Also, ich finde auch schon, das Walksnail sieht übelst gut aus und so, aber ich würde auch nie wieder auf analog backgehen, ne? Also, ohne Witz, ey. Weil... Ah, oh, wenn man das einmal hat, ne? Wenn man einmal das DJI-Bild hatte, oder wenigstens irgendwas in der Richtung, HD, hast du nicht gesehen und so, dann will man eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr anderes, ne? Also, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Also, ich finde analog zum Beispiel, wenn ich so mit einem Tiny Hut fliege oder so, finde ich das total scheiße, ey. Ich liebe Tiny Hut fliegen, ne? Aber ich bin immer irgendwie wieder traurig, das zu sehen, weißt du? Also, dieses analoge Pissbild so ein bisschen, ey. Tut mir echt leid, wenn ich das so sage. Ich will auch nicht die ganzen Analog-Piloten so ein bisschen blöde machen gerade. Aber, also ich finde, langsam wird es echt Zeit, ne? Digital ist halt digital, ne? Oh, es ist halt so chillig. Oh, ich liebe auch diesen Quad, ey. Nein. Oh, jetzt hat mich der Wind ein bisschen rumgedriftet. Die Bäume sind aber auch eng hier, ey. Das ist schlimm, ne? Also wenn man hier oben crasht, so dann... Weißt du, wie meine Latenz ist ja noch relativ gering, aber... Den Wind spielt natürlich auch noch mit. Oh, der war schön, der war gut. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, ey. Ich liebe es so sehr. Oh, guck doch mal auf die Farben, ne? Ich liebe das so am Herbst, Mann, wenn alles wieder so ein bisschen. Weißt du, wenn alles so. So, Herbst ist halt wieder was Schönes, weißt du? Nicht so, wenn alles trist ist und die Blätter sind alle leer oder sowas. Aber hier das ganze Bunt und sowas, man, das finde ich halt echt mega schön so. Ah, ja, ich liebe es. Ich liebe im Herbst fliegen. Dann sieht alles irgendwie so ein bisschen schöner aus. Ne? Alles so ein bisschen schön wieder bunt und sowas. Oh, bloß nicht crashen. Hier wird langsam ein bisschen pixelig. Oh mein Gott, ein bisschen pixelig. Hier nochmal durch die Bäume ein bisschen.
ist auch das Beste, was man machen kann, um zu üben, ey. Durch Bäume fliegen, sowas, ne? Aber nicht so, wo man sagt, du kriegst den Quad nie wieder oder sowas, aber hier oben, ne, das ist schon eine kleine Challenge, so hier gerade durchzufliegen, ohne dass irgendwas passiert. Oh, es ist ganz schön kalt. Merkt man richtig, die Akkus sind auch nicht richtig warm, leider. Ja, da bin ich wieder. Mein cooler Dachträger, den ich mir erst neulich gekauft habe, vom Bus. Oh ja, Mann, der Dachträger, der wird irgendwann nochmal schwarz gemacht, glaube ich. Aber dazu komme ich irgendwann nochmal, wenn ich mal Zeit habe. Jetzt erstmal wieder ein bisschen. Oh, da bin ich fast gecrashed, ein bisschen so in die Äste rein. Ja, eigentlich finde ich ja so im Wald fliegen, ich liebe eigentlich so Bandos und sowas, ja, lieber, ne, aber manchmal muss es auch, ich mag auch diesen Baum hier, dieser abgeknickte, der ist halt übel chillig, so zum einfach nur ein bisschen Shit machen. Der steht ja auch übelst perfekt, so, ich weiß nicht warum, Mann. Und gleich nochmal durch. Ja, der war gut. Oh, schön. Hier kann man richtig schön üben, ey. Das gefällt mir übelst gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich kann aber leider nicht so viel quatschen, wenn ich fliege, weil ich immer so null Konzentration. Beziehungsweise muss ich mich immer so dermaßen aufs Fliegen konzentrieren. Aber ja, Mann, hier könnt ihr auch eigentlich nochmal das DVR-Bild sehen. Also so mit meinem Tune. Ich kann das Tune gerne mal reinzeigen. Eigentlich habe ich nicht allzu viel gemacht. Oder kann ich das reinzeigen? Will ich das? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, ich habe auch nur Stockpit so ein bisschen oder ein bisschen dran herumgedreht und sowas. Ich weiß es nicht mehr, was ich da gemacht habe. Aber der Quad fliegt eigentlich für ein 4S-Copter eigentlich ultra smooth, chillig. Ich habe so kein Prop-Wash oder sowas drin. Guck, man kann so eigentlich ganz recht gechillt so fliegen. Und der reagiert eigentlich auch übelst gut so. Also das fand ich eigentlich, ich liebe ihn so. Also ich spiele da gar nicht mehr so dran rum. Aber jetzt müssen wir, ich habe 1700 mAh verbraucht. Das ist so nur 1000. Ah, fragt der Akku. Bestimmt platt. Und Punktlandung. Oh, das war mein erster Akku seit Ewigkeiten. Seit wirklich Ewigkeiten. Wo ist mein Copter? Oh, der erste 5 Zoll. Der erste 5 Zoll Akku seit Wochen, ey. Boah, das ist so schlimm. Und jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen geil drauf, noch mehr zu fliegen, weil es macht einfach süchtig. FPV-Fliegen macht einfach nur so verdammt süchtig. Ich flieg gleich noch einen drauf, oben drauf. Gar nicht lange schnacken. Immer direkt rein, immer einen nach dem anderen, immer reinhauen. Und ich freue mich auch schon wieder auf den Sommer. Ich hoffe, diesen Sommer, endlich mal, also den nächsten Sommer, der wird ein bisschen besser. Werde ich mir auch noch definitiv noch eine bessere Action-Cam holen. Hey, du, verbinde dich doch mal! Eine bessere Action-Cam holen auf jeden Fall. Irgendwas Hero-mäßiges oder sowas. Ich weiß es nicht. Boah, momentan bin ich nicht so ganz zufrieden. Ich habe so eine Hero 6 Naked, aber die finde ich nicht so gut. Und eine SMO 4K, die ist ganz chillig, aber die ist mehr so für Cinewhoops, weil die auch Naked ist. Das ist irgendwie ein bisschen blöde. Ich liebe es einfach nur. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne mal so ein bisschen Cam-Upgrade machen. Da hätte ich voll Bock drauf. Da sitze ich schon wieder in meiner kurzen Hose, ich Vollidiot. 7 Grad. 7 Grad, ey. 7 Grad, Mann. Nochmal kurz hier hoch. Ich will auch nicht crashen oder sowas. Finde ich nämlich immer scheiße. Ey, wenn man hier hochlatschen muss, ne, ist irgendwie schwer. Da habe ich gar keine Lust drauf eigentlich. Aber ich will hier mal so ein bisschen durchfliegen. Ein bisschen gucken. Bin immer so Explorer-mäßig, finde ich eigentlich voll geil. Oh nein, was habe ich getan? Die komme ich nie raus. Doch. Oh, Glück, ey. Weil so, der Weg ist nicht weit, Mann, aber es ist halt, im Sommer ist das hier übelst schlimm, wenn hier alles hoch bewachsen ist oder so. Da drüben ist, ich habe so einen Spot, der ist nur im Herbst, beziehungsweise im Winter, wenn das ganze Blattzeugs, das ganze Grünkram eingegangen ist, dann kann man da nur hin und da freue ich mich schon voll drauf. Das ist so mein Herbst. Das ist voll geil. Ich schicke mal einen Link, ich lasse es mal oben einblenden, falls ihr euch mal angucken wollt, welchen ich meine. Da ist so ein Baum, der ist so übelst chillig. Und ja, Mann.
Ach Gott, das macht wieder so Spaß, ey. Ich will gar nicht aufhören, aber es ist so verdammt kalt. Ich brauche unbedingt eine lange Hose. Beziehungsweise sollte ich mir einfach mal eine anziehen. Das wäre eigentlich schon viel cleverer. Ich weiß auch gar nicht, warum diese eine Lampe hier oben kaputt ist. Guck mal, das ist so diese eine Lampe, ey. Die steht hier rum und die ist voll abgebrochen. Ah, es macht so Spaß hier. Es gibt halt nichts Besseres als einen guten 5 Zoll, ne? Ohne Witz. Ich flieg Cinewhoop, ich flieg so kleine Toothpick-Dinger, ich flieg einen Tiny Whoop. Ey, aber egal was immer ist, Leute. Wenn ihr euch einen Quad kauft, irgendwas fliegt oder so, ein guter 5 Zoll, egal ob 6S oder 4S, ne? Da ist halt einfach kein Weg dran vorbei, ne? Also wenn du den ultimativen Quad-Shit fliegen willst, dann muss es halt echt ein 5, 6, 7 Zoll sein. Also 6 Zoll, einfach ein 6, Entschuldigung, ein 5 Zoll. Einen guten 5 Zoll Quad. Ja, da es gibt halt einfach nichts Besseres als ein 5 Zoll. Die sind groß genug, die machen Spaß, die können auch mal im Wind geflogen werden. Die haben Power. Guckt euch das doch an, Mann. Und zack. Und drehen. Und guck mal, wie schön das hier alles von hier oben aussieht. Voll geil. Ah, es ist einfach nur so geil, Mann. Es ist einfach nur das Schönste. Fliegen ist halt einmal. Menschen wollten ja schon immer fliegen, ist ja so. Es ist ja schon irgendwie so der größte Traum von allen irgendwie. Und mal ohne Witz, ne? Es gibt halt einfach nichts Schöneres als fliegen. Man sagt ja auch immer, nur fliegen ist schöner. Ja, und das stimmt, Mann. Oh, das ist so geil. Ein bisschen Kunststückchen bin ich jetzt. Ich bin auch nicht so gut. Also ich kann mal hier so eine Rolle und irgendeinen Blödsinn machen. Mal so ein Flip in links und rechts und irgend so ein Blödsinn. Und hast du nicht gesehen? Also, ich bin jetzt auch nicht so der super krasse Oberstil-Pilot, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich, glaube ich, nicht mal so der perfekt gute Pilot, aber oh, egal wie gut man ist, selbst wenn man nur ein bisschen hin und her fliegen kann, das macht einfach so süchtig, oder? Oh nein, voll gegen die scheiß Äste hier geflogen, so ein bisschen. Aber alles noch gut gegangen. Und noch einmal durch. Ah, das hat nicht geklappt, egal. Jetzt ins Auto. Einmal um den ekligen Busboden. Oh ja, Mann, ich liebe es. Oh, mir wäre jetzt geil. Verdammt, wäre es nicht gerade mal 9 Uhr morgens oder sowas, dann hätte ich mir jetzt schon eine Kanne. Irgendwie ein Bierchen gegönnt, aber naja, wir wollen ja mal nicht so übertreiben, ne? Ey, es ist so kalt. Ich glaube, nach dem Akku, meine Hände sind so übelst kalt am Frieren. Zitter richtig, ich merke das richtig. Ja. Ja, das macht langsam. Ah, ich muss, glaube ich, nachher nochmal nach Hause, nochmal eine lange Hose anziehen. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen besser, ein bisschen cleverer. Ja, wäre besser. Ich merke gerade richtig, dass ich so in den Fingern habe ich so ein bisschen. Guckt euch das an. Ich bin jetzt 5 Minuten geflogen. Genau 5 Minuten. Mit 1500 Milliampere. Und ich bin jetzt nicht so übertrieben in alle Richtungen. Aber. Oh, es ist kalt. Aber 5 Minuten. 5 Minuten. Mit meinem 4S Baby, der hat die E-Max Eco Motoren, aber die, ich hab halt die 2306 2400 kV, 4S und gute Motoren. Und mit den China Hobbyline, mit denen hier, mit 1500 mA, bist du auch echt gut unterwegs. Finde ich jedenfalls. Also, ich muss ausmachen, ich muss los. Ich muss nach Hause, ich muss mir eine Hose anziehen. Also eine lange Hose. Das ist auf jeden Fall nicht mehr heilig gerade. Irgendwie. Oh, das ist doch scheiße. Ich komme gleich wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich friere. Oh, ich friere mehr als alles andere gerade. Es sind. Jetzt muss ich nochmal gucken. Es sind. 7 Grad. Es sind immer noch 7 Grad. Nein. Oh, 6 Grad. Es wird immer kälter.
So. Ich werde jetzt definitiv nach Hause fahren und einen Tee trinken. Einen Hopfentee. Einen schönen warmen. Und dann werde ich mir wahrscheinlich nochmal eine lange Hose anziehen. Und werde noch ein bisschen üben. Man muss ja auch immer ein bisschen auf Übungen immer auf Zack bleiben. Immer Zack, Zack. Muss das gehen. Was wollte ich sagen? Oh, ich komme gar nicht mehr. Ich komme nicht zur Runde, du. Es ist zu kalt. Ich rauche jetzt noch eine kleine. Und ja, Mann, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mal so wieder ein bisschen ein kleiner Hangout oder sowas. Keine Ahnung, wie man das sagen darf. Ich will auch immer nicht so viel quatschen. Ich laber immer so viel. Ich weiß, Mann, ich bin übrigens die Labertasche. Voll schlimm, Mann. Wenn ihr mich mal in Person treffen würdet oder so, laber ich genauso viel. Immer blablabla, immer am Quasseln. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Chillig, dass ihr reingeschaltet habt, auf jeden Fall. Wäre ganz cool, wenn ihr irgendwas macht. Einen Daumen hoch oder so. Oder einen Daumen runter. Ist alles für den Algorithmus. Oder den Channel abonnieren. Oder irgendwas. Ich würde mich auch definitiv nachher mal rasieren. Ich sehe ja furchtbar aus, oder? So ein bisschen obdachlos. Ich glaube, ich sehe ein bisschen obdachlos aus. Dann denken die Leute bestimmt, wenn ich wohne in meinem Bus. Egal. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause. Vielen Dank. Schöne Grüße an den Discord. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Aber schöne Grüße an den Discord immer wieder, Mann. Ist eine übelst chillige Truppe. Ja, Mann. Ich fahre jetzt nach Hause. Ist kalt und sowas. Wenn ihr irgendwas Fragen habt oder so ein Blödsinn haut, lasst mich in die Kommentare wissen oder sowas. Oder schreibt mich im Discord an oder irgendein Kram. Ich hoffe wirklich, dass ich bald mal wieder ein bisschen mehr Videos machen kann. Es ist immer irgendwie zeitlich richtig scheiße. Es ist zeitlich wirklich mies, ey. Ja, Mann, haut rein, Leute, und happy flying. Nutzt die letzten Tage aus, bevor der Winter kommt. Die Whoop-Saison ist wieder am Start. Da gibt's auch noch bald ein bisschen Whoop-Footage, glaube ich, und sowas. Und wir werden auch noch irgendwas machen. Ich krieg das noch hin. Ja, Mann, wir werden das schaffen, oder? Wir kommen alle gut durch den Winter. Und ja, Mann, haut rein. Schönen Tag wünsche ich euch noch und tschüss.